Meine Großmutter, die mich stark geprägt hat, hat mir oft von den Kriegsweihnachten erzählt. Sie hatten damals nichts zu essen. Es war für sie ein Fest, wenn sie Wiener Würste hatten. Und es waren schreckliche Zeiten. Gott sei Dank haben wir aktuell genug zu essen. Aber was wir nicht haben, ist unsere normale Freiheit, unsere normale Mitmenschlichkeit. Und deshalb muss ich, ohne das irgendwie gleichsetzen zu wollen, heute an Weihnachten an meine Oma denken, an das, was sie von den Kriegsweihnachten erzählte. Aber sie erzählte auch, dass sie gelernt hat, dass in den finstersten Momenten irgendwo ein Licht aufgeht. Und Weihnachten ist ja auch ein Fest des Lichtes, der Hoffnung. Und drum hoffe ich und wünsche euch allen, Ihnen allen, uns allen, dass auch bei uns ein Licht aufgeht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und nein, ich kenne die Wahrheit nicht. Ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln etwas dazu beizutragen, dass sie ans Licht kommt. Die kann eine ganz andere Wahrheit sein als das, was ich mir inzwischen vorstelle. Es kann sein, dass alles ganz anders aussieht, als ich denke. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, ich habe die Wahrheit, aber ich habe die feste Überzeugung, dass irgendetwas hier im Moment aus dem Lot geraten ist. Denn wenn eine Seite immer sagt, sie hat die Wahrheit, wenn eine Seite immer sagt, die anderen sind alle böse und sogar so weit geht, die dann als rechts oder als Nazis zu bezeichnen, übrigens eine beispiellose Instrumentalisierung und Verharmlosung des Nationalsozialismus, dann sagt mir das, dass da irgendetwas nicht stimmt. Der große Karl Kraus sagte, man braucht kein Huhn sein, um zu spüren, wenn ein Ei faul ist. Wie gesagt, mehr weiß ich nicht. Was ich aber spüre, was mich betroffen macht, das ist dieser ungemeine Hass und diese ungemeine Hetze. Und zwar ausgerechnet von denjenigen, die sich auf die Fahnen schreiben, sie seien gegen Hass und Hetze. Und ich bin mir bewusst, wenn wir uns das überlegen, woher kommt das? Ich habe heute auf meiner Seite einen Weihnachtsartikel und der Professor Dr. Stefan Hockerts, Impfexperte, sehr stark mitgenommen von dem, was passiert. Er hatte eine Hausdurchsuchung von der Polizei, sein Vermögen wurde beschlagnahmt, alles sehr, sehr merkwürdig. Und er schickte mir einen Film von Charlie Chaplin, eine Rede aus dem Film Der große Diktator, und da ist ein wunderbarer Satz drinnen. Ich habe das Ganze auch verlinkt auf meiner Seite, auf meinem Weihnachtsartikel. Und dieser Satz heißt, es hassen nur diejenigen, die nicht geliebt werden. Und ich glaube, dieser ganze Hass, den wir erleben, diese Hetze, dass das ein Zeichen von Unsicherheit ist, dass die Leute Angst haben, dass diese Panikmache wirkt, dass sie sich fürchten und teilweise auch in ein frühkindliches Verhalten zurückfallen. Spaltung nennt man das, also nur gut und böse, schwarz und weiß. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann muss er ein Böser sein, dann müssen da böse Absichten sein. Ich sehe das inzwischen als Hilfeschrei. Und deshalb kann ich diesen Menschen auch gar nicht böse sein, auch denen, die offenbar so eine Art umgedrehte Liebe haben und die da jeden meiner Artikel verfolgen und dergleichen. Und auch die möchte ich heute umarmen. Jetzt werden Sie sich wundern mit umarmen, aber ich war 16 Jahre in Russland und anders als in Deutschland umarmt man sich da sehr. Eine Gewohnheit, die ich sehr zu schätzen mich gewöhnt habe. Und keine Angst, das ist ja nur virtuell, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da Mitgefühl und Empathie habe mit denen, die so viel Hass in sich tragen, so viel Hetze, die diese Aggression nach außen tragen. Und ja, das soll nicht heißen, dass sie nicht dafür verantwortlich sind. Verantwortlich ist man für immer, aber heute an Weihnachten, würde ich sagen, sollte man mal dieses Menschliche berücksichtigen und deshalb ein ganz frohes Weihnachtsfest von ganzem Herzen, etwas Liebe und auch über das Weihnachtsfest hinaus all denjenigen, die Hass entgegenbringen und Hetze, weil es ist ein Resultat von Ängsten, bin ich überzeugt. Und das wird nicht gemacht, weil es denen so gut geht, sondern eher wegen Problemen. Und ganz, ganz herzlich möchte ich natürlich auch Ihnen, euch, all denjenigen danken, die das ganze Jahr über an kalten Wintertagen, an heißen Sommertagen, die mitlesen, die helfen, die unterstützen moralisch und sei es auch nur durch das Anschauen. All diejenigen, die nach einer Wahrheit suchen. Und ich
finde, man muss immer offen bleiben im Leben. Man muss sich immer selbstkritisch hinterfragen. Und ich bin auch allen dankbar, die eine andere Meinung haben als ich und trotzdem fair sind. Nehmen wir Putin. Ich kenne ihn persönlich. Ich war 16 Jahre in Russland. Ich habe wirklich tiefe Einblicke. Ich sehe ihn sehr kritisch. Aber ich bin doch niemandem böse, wenn der das anders sieht. Das ist doch das Normalste in der Welt, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Nur in Diktaturen haben alle eine Meinung. Und da ist es auch nur ein Anschein. Und dass das heute bei uns der vorherrschende Trend ist, dass man mit einer anderen Meinung ausgegrenzt wird, diffamiert, dass heute die Menschen sich nicht mehr trauen, ihre offene Meinung zu sagen, wenn die nicht regierungskonform ist. Natürlich die ganzen Kulturkrieger, die bei uns hier eine neue Gesellschaftsordnung einführen wollen, die haben kein Problem damit. Wenn ich völlig auf Linie bin, dann habe ich kein Problem mit der Meinungsfreiheit. Aber diejenigen, die heute sich fürchten müssen, das zu sagen, was sie denken, wegen dem Job, wegen Ausgrenzung, wegen Studium, wegen Schule, die möchte ich ganz besonders heute drücken. Ja, das weiß ich, in Deutschland ist das nicht so üblich, aber ja, da kommt der Russe in mir zum Vorschein. Deshalb einfach einen festen Drücker heute zu Weihnachten. Und vielleicht hilft es ja, wenn wir wirklich versuchen, emotional zu sein und auch mit den Feinden. Feinden sage ich, es ist auch schon wieder, sehen Sie, man übernimmt diese Sprache, also mit denjenigen, die uns attackieren, freundlich zu bleiben, höflich zu bleiben, zu verstehen, dass die eher ehrenswerte Motive durchaus haben können, dann erreichen wir schon wahnsinnig viel. Denn wenn wir uns auf diese Spirale des Hasses einlassen, wenn wir uns diese Aggression zu Herzen nehmen, wenn wir das aufnehmen, dann wird das Ganze weiter eskalieren. Genauso wie wenn wir die Realität verdrängen. Unser Bundeskanzler hat ja gesagt, es gibt keine Spaltung. Das ist in meinen Augen eine Realitätsverdrängung, die geradezu Ausmaße hat, wie man sie in der DDR hatte. Und wenn man die Realität negiert, dann erkennt man die Probleme nicht und kann sie auch nicht ändern. Und ich erlebe das von sehr, sehr vielen, die sagen, immer mehr Menschen kommen ins Nachdenken, ins Grübeln, immer mehr Menschen hinterfragen. Und das ist in jedem demokratischen Gemeinwesen, ist das notwendig, ist das das Lebenselixier, was immer das dann für ein Ergebnis hat. Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen aus dieser Schockstarre, die massiv geschürt wird, man versucht ja die Menschen durch ständiges Schüren von Angst und Panik hier geradezu emotional auszuschalten und auf eine gewisse Linie zu bekommen. Ich hoffe, dass das überwunden wird. Das ist mit Sicherheit auch nicht gut für die Immunität und von Sicherheit, mit Sicherheit auch von daher schädlich. Und ich denke, da müssen wir raus. Wir müssen zurück zur Realität. Ich will jetzt nichts über das Virus sagen. Ich bin kein Virologe, was der Dr. Pürner bei mir im Interview vor kurzem gesagt hat, das klingt für mich am allervernünftigsten. Er sagt, er hält das Virus für gefährlich, aber als Arzt sieht er, dass die medizinischen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit keinen Sinn machen und eigentlich nur dann einen Sinn machen, wenn man andere Ziele hat. Das ist auch das, was mir im Moment am plausibelsten erscheint. Damit kann ich mich irren, aber wir wollen hier keine Virusdebatte, wie es auch immer ist mit dem Virus. Egal, ob man geimpft ist oder ungeimpft, egal, ob man für die Maßnahmen ist oder gegen die Maßnahmen, man muss sich gegen diesen Hass stemmen und drum die große Bitte, Geimpfte, Ungeimpfte, Befürworter, Gegner der Corona-Maßnahmen immer bewusst machen. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle in einer Gesellschaft. Und wenn wir uns gegenseitig anfeinden, wenn wir gegenseitig Hass entwickeln, dann macht das diese Gesellschaft kaputt. Und leider gibt es offenbar Kräfte, die daran ein Interesse haben. Und gerade heute an Weihnachten, finde ich, das sollten wir als Anlass nehmen, dass wir das zeigen, an den Tag legen, was die Bundeskanzlerin Fröhlichkeit im Herzen nannte. Und das Verrückte ist, also wenn ich jemand nicht abnehme, dass er fröhlich im Herzen ist, dann ist das Angela Merkel. Das mag ein Fehler sein. Ich hoffe sehr, dass ich mich da irre. Sie wirkte auf mich immer sehr verbittert. Und Ihnen allen wünsche ich wirkliche Fröhlichkeit im Herzen. Egal, was außen passiert, egal, was für Lockdowns kommen. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, trotzdem zu versuchen, diese Fröhlichkeit zu behalten. Aber ich glaube, wenn wir die zumindest ein bisschen in uns tragen, dann können wir sie auch einander weitergeben. Und das ist mein Weihnachtswunsch, dass wir versuchen, heute eine gewisse Fröhlichkeit des Herzens einander weiterzugeben und vielleicht mal kurz uns vorstellen, dass das alles ein Albtraum ist.
und wir gerade aufwachen. Dann werden wir auch irgendwann aufwachen. Alles, alles Gute, frohe, besinnliche Weihnachten. Feiern Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Nächsten. Kontrollieren Sie nicht deren Impfstatus. Es sind alles Menschen. Und lassen Sie es sich gut gehen. Alles Gute. Danke. Ciao.